Hast du manchmal das Gefühl, dass dir in deinem Leben etwas fehlt? Du hast das Gefühl, einfach nicht komplett zu sein und verzweifelst schon fast richtig daran. Du spürst es ganz tief in deinem Innersten, denn du hast so ein Gefühl, so wie wenn dir etwas fehlen würde. Herzlich willkommen zu meinem Podcast über die Sehnsucht. Mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich wirke als Bioenergietherapeutin, Autorin und Coach für die Menschen, die Hilfe in ihrem Leben benötigen. Manchmal kommt es vor, dass selbst, wenn du meditierst, so ein tiefes Gefühl der Sehnsucht hochkommt und du fühlst dich dabei so richtig verloren. Du fühlst dich ganz alleine und wirst tief traurig und sogar eine Träne fließt an deiner Wange hinunter und das bedrückt dich sehr. Denn du bist mit diesem Gefühl einfach überfordert und weißt nichts damit anzufangen. Du bist hilflos. Aber glaube mir, du bist mit diesem Gefühl nicht allein. Denn viele Menschen fühlen sich genauso, wie du dich gerade fühlst. Sie fühlen sich, so wie du, verloren und irgendwie alleine gelassen. Die gute Nachricht ist, dass es einen bestimmten Grund für dieses Gefühl der Leere gibt. Denn deine Seele sehnt sich nach etwas, das sie in der materiellen Welt nicht finden kann. Und nur weil du mit dem Gefühl der Leere nichts anfangen kannst, entsteht diese Schwere in dir. Diese Schwere ist die unbewusste Sehnsucht deiner Seele und sie ist manchmal sehr intensiv und macht dich traurig, weil du nichts damit anzufangen weißt, weil du es nicht deuten kannst, diese Schwere. Und auch wenn Tränen kommen, bist du sogar tief berührt und weißt immer noch nicht, warum jetzt Tränen fließen. Wenn du dich so fühlst, liegt das daran, dass dir deine Seele etwas sagen möchte. Denn sie sehnt sich nach einer Verbindung mit dem Göttlichen. Das ist es in Wirklichkeit, was dir deine Seele sagen möchte. Denn sobald du diese Verbindung herstellst, wirst du dich vollständig und in Frieden fühlen. Du wirst endlich verstehen, was dir deine Seele schon die ganze Zeit sagen wollte. Probiere es einfach mal aus und öffne dein Herz dem Göttlichen. Lade die vollkommene Liebe verstärkt in dein Leben ein und erkenne, dass du im Grunde genommen niemals alleine bist. Erkenne, dass du immer mit dem Göttlichen verbunden bist. Und dass die Trennung, die du die ganze Zeit als Sehnsucht gefühlt hast, nur eine Illusion des Verstandes ist. Eine Illusion, die dich schwach machen möchte. Aber du bist ja stark. Du bist viel stärker, als du meinst. Du bist ein mächtiges Wesen und du kannst alles erreichen, wirklich alles,
was du dir vornimmst. Verbinde dich also mit dem Göttlichen, fühle die Liebe und lass sie durch dich fließen. Dann wirst du verstehen und fühlen, wie dich die göttliche Liebe trägt und schützt. Beginne, der Stimme deines Herzens zu vertrauen und zeige deiner Sehnsucht den Weg der Zugehörigkeit zu allem, was ist. Ich verspreche dir, du wirst es sofort fühlen, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und deine Seele, sie wird es dir danken. Und wisse, du bist ein großartiger Mensch. Und vielen Dank, dass du heute zugehört hast.